Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Grutzek. Mit meinem Team zusammen bereite ich das 14. erfolgreiche Contact Center vor. Dieses Mal komplett online. Und ich darf Ihnen heute Verena Key, eine der Referentinnen, vorstellen. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben heute für das Gespräch, Frau Key. Erzählen Sie doch mal ganz kurz zu sich als Mensch. Was müssen die Leute über Sie wissen? Das ist eine gute Frage und ich habe nicht so viel Zeit, habe ich gehört. Ich glaube, wir haben nur ein paar Minuten. Das macht es immer schwierig. Was soll ich sagen? Ich bin ein sehr leidenschaftlicher und sehr klarer und sehr, ich sag mal, sehr straighter Mensch. Das war ich schon immer. Also ich habe meine Ziele im Fokus. Ich weiß sehr gut, wo ich hin will und ich habe eine große Leidenschaft und das sind Menschen und vor allen Dingen Menschen zu befähigen, das Beste aus sich herauszuholen. Ich habe mich quasi schon vor vielen, vielen Jahren im Thema Führung, Führungskräfteentwicklung, Strategieberatung, Teamentwicklung verschrieben und dem Thema Change-Prozesse und weniger von der technisch-prozessualen Seite, sondern vielmehr, was den Menschen angeht, weil das einfach alles ist, mit dem alles anfängt und auch endet. Und da haben wir einfach in der Wirtschaft und in der Welt unheimlich viel Nachholbedarf, das Ganze so zukunftsorientiert auf den Kreis zu kriegen. Jetzt haben wir ja 40 Themenvorschläge gehabt und Ihr Thema ist ja von den Teilnehmern der letzten Jahre ins Kongressprogramm gewählt worden. Also muss Ihr Thema ja für die Leute wichtig und relevant sein. Was haben Sie für ein Thema bei dem erfolgreichen Contact Center und warum ist Ihnen das so wichtig? Ja, das Thema heißt mutige Führung und dieses Thema ist mir aus verschiedensten Gründen sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, Führung ist mein Steckenpferd, war es schon immer. Und ich erlebe einfach in den Unternehmen und Konzernen, mit denen ich arbeite, das Thema, dass Führungskräfte oft an Positionen sind, wo sie gar nicht hingehören. Also ganz häufig dieses, ich wurde das irgendwann, wollte es aber nie sein, jetzt stecke ich in der Misere fest und eigentlich sind alle unglücklich. Führungskraft und das Team und es funktioniert irgendwie gar nicht. So. Auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Führungskräfte mit viel Potenzial, die antreten, weil sie das wirklich wollen und ausfüllen wollen, aber die irgendwann früher oder später in dieser Tretmühle des Unternehmens, der Kultur feststecken und oftmals dann einfach anfangen mitzuschwimmen. Dabei tragen sie so viel in sich, was sie befähigen würde, eine mega herausragend zukunftsgemäße Führungskraft zu sein, aber die haben den Mut nicht, das zu tun. Die haben den Mut nicht, ihren Weg anders zu gehen, auch wenn die Kollegen es wiederum anders machen. Und deswegen ist der Vortrag für mich ein absolutes Herzensthema, um ja dafür aufzurufen, was es braucht in der Führung, was es eben auf keinen Fall mehr haben sollte und dass jeder für sich den Mut haben sollte, auch innerhalb eines Unternehmens durchaus mal gegen den Strom zu schwimmen und mutig Mitarbeiter zu führen, nämlich vom Herzen, mit Leidenschaft, mit Menschenorientierung, mit Klarheit, Fokus und Selbstreflexion. Ja, das klingt super spannend. Also da bin ich auf jeden Fall in Ihrer Session dabei. Mal Gut. schauen, wen wir dann noch alles am 3. November treffen. Zu guter Letzt, auf was freuen Sie sich auf die Veranstaltung Erfolgreiches Contact Center? Ja, also ich freue mich A auf für alle meine Kollegen und Referenten, die dort sein werden, weil ich es immer unheimlich spannend finde, welche Themen auch meine Kollegen im Trainer-Referentenbereich umtreiben und gerade auch, was es an Neuerungen gibt. Ich finde das Format Contact Center total spannend, gerade auch mit den Zielgruppen, weil ich auch aus dem Vertrieb komme. Also es ist mir nicht fern, was dort an Zielgruppe auch da ist. Und ich freue mich unglaublich auf den Austausch, gerade auch mit den Menschen aus den Führungsebenen, aus den verschiedenen Branchen, um einfach ein Ohr dran zu haben, was bewegt die Menschen, was ist es, was sie umtreibt, ne? Was sind so die Hürden, die man hat, was würden sie gerne tun, geht aber nicht, ne? Wie sehen sie die Zukunft? Also das ist für mich immer, dieser Austausch mit Menschen auf dieser Ebene ist für mich immer unglaublich wichtig und auch befruchtend, um es mal so zu nennen. Ja, lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir sehen uns am 3. November. Sehr gerne, ich freue mich. Vielen herzlichen Dank.